Jo Leute, herzlich willkommen. Es ist jetzt 3.27 Uhr. Wir kommen gerade vom Röderfeuerwerks Testschießen mit ganz vielen anderen. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, da sind alle verlinkt. Und da ich einen Gewerbeschein habe, konnte ich jetzt auch schon ein bisschen Klasse 2 bestellen. Habe auch einige schöne Neuheiten bestellt, die wir auch schon in Polen dann jetzt bald testen werden für euch. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Röderfeuerwerks Unboxing für 2017, 2018. Das Ganze ist nicht gesponsert, habe ich alles selber bezahlt. Also, wir fangen mit Klasse 1 an. Keine Sorge, es kommen gleich haufenweise Klasse 2 Artikel. Aber ich denke mal, das Leslie Highly Skilled kann man sich auf jeden Fall mal bestellen. Hier haben wir noch Weco Crazy Chicken, auch immer ein ganz cooler Artikel. So, als nächstes die Kategorie 2 Raketen, 10 Stück. Das ist jetzt die komplette Mischung von Zinkfeuerwerk. Kostet 30 Euro für die 10 Stück. Und wenn man da mal bestellt, dann kann man die auch mal mitbestellen sozusagen oder mitnehmen. Was nehme ich als nächstes? Machen wir weiter mit Raketen, wo wir gerade schon damit angefangen haben. Starduster, auch eine Neuheit für dieses Jahr. Und soweit ich weiß, sind das Salutraketen mit Pfiff. Relativ guter Preis und auf jeden Fall mal eines Tests würdig. Hier drin, das sieht nach Raketen aus, das sind die Röder Royal Raketen. Können wir auch mal welche rausnehmen, damit ihr wisst, wie die aussehen. Ich lege das Ganze jetzt einfach mal hier so hin. Relativ kleine Raketen, aber mit schönen Effekten und preislich auch relativ attraktiv. Also die kann man sich auf jeden Fall mal kaufen. Es ist ja zur Abholung bestellt gewesen, deswegen kann man jetzt natürlich auch die ganzen 1.3G Artikel mitbestellen. Nico Flashbang haben wir jetzt hier dabei. Ich schau mal eben auf der Rückseite. Das sind nämlich noch die alten und zwar gibt es jetzt eine neue Charge und die alte Charge ist aber noch besser und da bin ich relativ froh, dass ich die bekommen habe, wenn ich das jetzt in der Sekunde gerade richtig gesehen habe. Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe. Kommen wir hier zu einer relativ interessanten Neuheit von Klasek, die Explosive Balls. Klasse 2 Knatterbälle im Endeffekt. Mal schauen, wie die so sind. Bin ich auch relativ gespannt drauf. Hier, warum ich die mitbestellt habe, ich glaube, die war relativ günstig im Angebot oder so. Leslie Gold. Kann man auf jeden Fall immer mal benutzen. Das schadet nie. Was ist das? El Toro, genau. Pyro Power Serie. Die sind echt auch ganz gute Böller auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Böllern sind, mitbestellt habe ich auch noch den The King 2.0 mit Crackling Vorbrenner dieses Mal. Interessant zu testen. Außerdem die 5 Stück Dynamite Böller. Auch steinhart, genauso wie die The King 2.0. Wie gesagt, wir fahren bald nach Polen. Da werden dann wieder Testvideos gedreht. Ihr seht auch schon hier die nächste Verpackung, die Blasio Elio Black Powder Cobras. Wird auf jeden Fall auch interessant, wie die so werden. Einige Böller wurden auch mehrfach bestellt. Wo wir gerade immer noch bei Böllern sind, ich habe auch noch einen relativ interessanten, noch unbekannten Knallkörper bestellt. Und zwar den Thunder Flash Mark V. Auch mal interessant, man nimmt hier die Kappe ab. Und dann reibt man das Ganze. Das Ganze ist mehr für den Paintball- und Airsoft-Bereich gedacht, aber da kann man ja den Knall auch mal testen für uns Feuerwerker. Hier haben wir dann nochmal die Explosive Balls, Gold- und Silberriegen von der Firma Weco, habe ich auch noch mitbestellt. Das hier sind die neuen Schockalino, auch schon einen sehr, sehr guten Ruf. Ich habe sie noch nicht ausprobiert von Röder Feuerwerk, die sollen auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Irgendwo hier, genau hier, ist auch noch eine zweite Packung davon und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Hier, das sind die neuen Thunder King Bombenrohre von Jorge, da bin ich auch echt richtig gespannt drauf. Die werden wir auf jeden Fall auch mit nach Polen zum Testen mitnehmen. Hier nochmal Schwarzpulver Cobras, das ist auch eine Neuheit, soweit ich weiß. Multiflash A, hört sich an wie ein kranker Böller. Sind aber, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, relativ dicke Geisterlichter im Endeffekt. Aber wirklich dick und auch, ja, sind jetzt keine Böller, aber steinhart, wenn man das zu sowas sagen kann. Das war genau F1 ist das. Aber interessant wahrscheinlich auch. Happy Wonder vom Bröckhoff, auch ein interessanter Artikel. Jetzt wird es hier langsam schon eng mit dem Platz. Bei F1 haben wir auch noch das Dino Hero Bag, hatte ich noch nie. Gibt es jetzt auch schon irgendwie 2 Jahre oder so. Wird bestimmt auch mal interessant sein, wie das so ist. Das hier ist auch eine Neuheit von Pyro Giochi, wenn ich es richtig informiert bin. Klasse 1, das sind jetzt hier die Slimer.
Das sind so Wirbel oder irgendwie sowas. Muss man dann auch mal schauen, wie die so im Test sind. Von Nestle, die Luftheuler sind auch hier in dem Highly Skilled mehr oder weniger enthalten, nur unter anderem Namen. Gut, hier nochmal ein Klassiker, die Yorgi Skyrockets JR4. Die kann man immer mitbestellen. Auch die Zwergenaufstand sind mehr oder weniger auch schon zum Klassiker geworden. Hier haben wir noch kostenlos von Röder ein kleines Wunderkerzengeschenk bekommen. Genauso wie diesen Aufkleber hier. Und dann haben wir hier zum Abschluss auch noch, wie heißen die überhaupt? Admiral, genau. Das sind hier ganz viele kleine süße Schmetterlinge bzw. aufsteigende Vögel. Und das war's dann auch schon mit diesem Video. Ihr seht jetzt hier nochmal die Gesamtübersicht von allem, was ich so bestellt habe. Wie gesagt, die ganzen Neuheiten werden wir jetzt die Tage schon mit nach Polen nehmen und dort für euch testen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, lasst ein Abo da und vergesst nicht die Glocke anzumachen, damit ihr benachrichtigt werdet, damit ihr hier die neuen Testvideos der neuen Böller und generell der neuen Artikel aus Polen, die jetzt in den nächsten Tagen dann schon hochgeladen werden, nicht verpassen könnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.